Hallo zusammen, hier ist Spekulatius und ich gehe euch heute wieder mit Medieval Dynasty auf den Keks. Ja, wir sind in der ersten Folge ja lediglich ins Dorf gelaufen und haben unsere erste Mission bekommen. Ich sollte eine Steinaxt bauen und das größte Problem ist jetzt, glaube ich, an Wasser zu kommen. Wobei, müsste vielleicht tatsächlich mal ins Inventar gucken. Vielleicht habe ich ja auch Wasser dabei. Nee, anscheinend nicht. Und ich habe ein bisschen was an den Optionen gedreht, nämlich das Kamera- und Kopfgewackel ausgestellt. Ich hoffe, dass der Bildfluss so ein bisschen unaufgeregter ist, sagen wir mal. Und dass man es so besser gucken kann. So, werden wir noch lebend am Wasser ankommen oder müssen wir unterwegs wiederbelebt werden? Mal schauen. Was essen könnte ich vielleicht auch, wenn das der orange Balken ist. Okay, ja, ich muss ein Haus bauen. Oder ein Lager zu Feuer entzünden. Okay. Erstmal kümmern wir uns um das Wasser. Das ist, glaube ich, dringender. Ah, wie komme ich da runter? Dachte ich doch, dass ich hier Blüm pflücken kann. Was willst du von mir? Angelstelle entdeckt. So, kann ich jetzt hier trinken? Wasser kann in Eimern oder einem Trinkschloch abgefüllt transportiert werden. Wasserquelle. Ja. Also brauche ich einen Eimer oder was? Gut. Irgendwo ein Eimer?
Wohl Spekulatius, der ist in Folge 2 verdurstet, weil er am Wasser stand und keinen Eimer hatte. So, gucken wir mal. Ja. Also brauche ich einen Eimer. Sag mal, ich hab doch hier so viel. Holzstämme. Ablegen. So. Ups. Hallo, könnt ihr mir vielleicht einen Eimer Stroh stehlen? Nee. Einen Eimer leihen? Ja, das ist wohl nicht der richtige Weg irgendwie. Wo finde ich? Wo finde ich? Hört sich gut an. Nutztiere, Wildtiere, Händler. Seltene Waren. Produktion. Borovo. Ja. Goodbye. Da ist ein Eimer. Mein Wasser ist gleich zu Ende. Oh, und ich muss einmal kurz. So, entschuldigt bitte, ich bin wieder da. Was wir noch nicht gelöst haben, ist das Problem mit dem Eimer. Stand ich hier nicht eben noch einer?
Ihn stehlen? Meine Reputation hat sich verändert. Aber ich kann nicht. Oh, hier gibt's Blumen. So. Und jetzt? Wie weit muss ich da rein? Blub. Ja, Inventar. Eimer. Wie benutze ich den? Lagen blocken? Ah. Jetzt kann ich trinken. Okay. Gut. So, jetzt muss ich irgendwo ein Lager Feuer entzünden, um schlafen zu gehen und vorher noch irgendwie was essen. Vielleicht? Sammle ich immer random irgendwelche Blumen. Stein. Okay. Mann. Guten Tag, was kann ich für dich tun? Puh. Ja, nee. Ist dir in letzter Zeit irgendwas Interessantes zu angekommen? Baranica, da braucht jemand deine Hilfe. Okay. Kann ich jetzt hier irgendwo einfach ein... Überlebenskenntnisse. Ja, also überleben wäre toll. Okay. Prozent langsamerer Nahrungs- und Wasserverlust. Das hört sich gut an, das nehme ich. Freigeschaltet, okay. Achso, das liegt an den Stufen hier wahrscheinlich. Starke Leber. Puh. Fangen wir mal mit dem ersten an hier. So. So, wie bekommen wir jetzt ein Quartier hier?
Brunnen. Okay. Zeremonieller Haarschnitt, das ist auch schön. Ja. Schlafen, ich möchte schlafen. Ja, das ist schön. Lagerfeuer entzünden. Wo finde ich das? Elvi Lagerfeuer? Vergiftung kann mit Johanniskraut Brennmaterial herstellen von Brennholz aus Holzstämmen. Die Holzfäller im Holzschuppen, okay. Gibt es eigentlich irgendwo was zu Nahrung? Nahrungsmittel? Fleisch, Fisch, Küche zubereitete Speisen, Gemüse von Früchten, Beeren und Pilze. Okay. Das heißt, so ein bisschen Löwenzahnsalat jetzt zu essen ist irgendwie nicht. Beeren. Ach so, Beeren. Okay. Habe ich denn Beeren dabei vielleicht? Trockenfleisch. Essen. Okay, das gibt hier 5 Punkte. Wow. Löwenzahn. Kann ich auf jeden Fall mal essen. Nichts hier? Plus ein Nahrung 0,5. Ach so. Muss ich hier gucken, wo plus ein Nahrung steht? 55 Nahrung für ein Haferbrötchen. Und das kostet was? 110. Du Schande. Ja, aber die Nahrung ist jetzt gut. Warum auch immer. Achso, weil ich da jetzt draufgeklickt. Okay. Na gut. Also hätten wir das erstmal. Also wenn wir jetzt vor Müdigkeit sterben, dann sind wir zumindest satt. So. Gänseblümchen. So, und jetzt gucken wir mal. Handarbeit. Hier mal Brennholz. Dafür brauche ich Holzstämme. Die habe ich am anderen Ende vom Dorf abgelegt. Also holen wir uns mal einen wieder und machen Brennholz. Okay, das waren jetzt 8, das ist ein bisschen Fille. Ein Holz.
Gut, und den Rest legen wir einfach wieder hin. Ablegen. Gucken, dass ich nicht wieder überrollt werde. Okay, bleibt liegen, sehr gut. Dann gucken wir mal. Nein, ich möchte keinen Ahorn fällen. Dann für den Bau von Lagerfeuern verwendet werden. So, ich hätte jetzt gern ein Lagerfeuer. Vielleicht unter Gebäude. Lager. Sind nur solche Lager gemeint? Häuser? Da sind wir nicht richtig. Schneeball, falsche Jahreszeit. Okay, cool. Ein Steinmesser, cool. Eckchen, Holzhacke, Holzschaufel. Könnte ich dann alle mal bauen. Link. Okay. Was ist das? Sprechen. So. So, wie baue ich ein Lagerfeuer? Arbeit, wie Möbel. Ein Lagerfeuer, da? Cool. Einfaches Lagerfeuer, ja. Schlafplatz an abgelegenen Orten, na gut. Nahe am Dorf. So, hier geht's. Ah. So, und jetzt kann ich schlafen. Schlaf bis zum nächsten Tag. Machen wir. Sehr schön. So, wo ist mein Dorf? Da drüben. Also, wir haben die Nahrungsaufnahme erfolgreich hinter uns gebracht. Wir haben einmal eine Runde geschlafen. Und wir müssen jetzt irgendwie aus der Quest da oben noch 32 mal Stroh sammeln. Und dafür müsste ich vielleicht tatsächlich mal wissen. Rohstoffe sammeln. Gibt es hier was
Oder ist das pro Herstellung? Oder brauche ich eine Sense für Stroh? Ab. Erstmal wieder oben in den Wald. Ist hier vielleicht Stroh? Kann man hier was ernten? Nee. Getreide. Was ist in der Kiste? Eine Truhe, aber die gehört nicht mir. Könnte sie stehlen. Will ich aber nicht. Wer bist du denn? Den Hut könnte ich brauchen? Nein. das mit dem Wasser, das geht aber schnell vonstatten, bis das runtergeht. Was war das? Breitwegerich. Okay. Wer bist du? Felsen. Okay. So, dann setzen wir uns hier mal. Och, was ist das denn? Ach ja, ich kann eine Holzschaufel nehmen und ein großes Bündel. Okay. Noch was drin? Ich hier irgendwas übersehe? Nein. Okay. Ja, cool. Habe ich das beim letzten Mal hier liegen lassen oder war das jetzt eher so zufällig? Keine Ahnung. Ja, war auf jeden Fall cool, dass ich da drauf gestolpert bin. Sehr, sehr nett. So, hier haben wir jetzt schöne Aussicht und können uns ein bisschen ach so, ich muss ja erstmal gucken, was wir denn überhaupt brauchen, so vom Werkzeug her. Also wir haben einen Holzhammer, eine Holzschaufel gerade gefunden und eine Steinaxt. Holzhammer, Holzschaufel und Steinaxt. Das ist eine Steinspitzhacke, konnten wir brauchen. Holzspeer, okay. Und Brennholz. Und ein Holzhammer. So, dann
Der Baum steht eigentlich schön, aber wir nehmen lieber welche, die nicht so exponiert sind hier. Die sind sehr dicht. Okay. So. Jetzt brauchen wir eine Axt. Ich hab doch da die Steinaxt. Jetzt. Jetzt, ja. So, Timber. Fällt in die Richtung. Noch einer? Da ist noch einer. So. Dann können wir jetzt Steinaxt haben wir gerade gebraucht, Holzhammer. Bauen. Und eine Steinspitzhacke. Okay. Gab's noch eine Holzhacke? Ein Steinmesser wäre noch gut und ein Holzspeer vielleicht auch. Noch zwei Steine und einen Holzstamm nochmal. Wenn wir gleich den nächsten Baum. Nein, nehmen wir den hier. Na? Okay. So, Steine bräuchte ich. Der wird zu groß sein. Stock und Stein. Na hier, das sieht doch gut aus. So, und weiter geht's. Ein Holzspeer. Und ein Steinmesser hätte ich gerne. Ich muss schon wieder was trinken. Hilfe. So. Und jetzt müssen wir noch mal irgendwie rausfinden, wie wir so ernten. Und ich bin schon wieder viel zu schwer. Aber ich wollte noch mal Brennholz herstellen. Gibt's noch? Holzspeer, kann ich auf jeden Fall machen. Und jetzt muss ich mal irgendwie was trinken. Dann Axt ablegen.
Irgendwie bin ich noch nicht so hier. Einmal. So, ausrüsten. Ich habe den doch eben dann voll gemacht. Oder muss ich jetzt wieder zum Wasser runter? Nee, echt jetzt? Bin hier. Links müsste irgendwo ein kleines Rinnsal sein. Ah, guck. Schön. Hallo, wer bist du? Ich bin Spekulantius. So, einmal Wasser trinken. Kann man auch zu viel trinken eigentlich? Genau. Das ist nett hier. Vielleicht sollte ich hier irgendwo verkehrsgünstig gelegen ein Haus bauen. Aber erstmal brauchen wir das Stroh und da ich im Moment nicht weiß, wo es herkommt, machen wir das in der nächsten Folge. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, toll, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal, euer Spekulatius.